Ja, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Patricks Zockerbude. Und ja, ich war wieder auf dem Flohmarkt. Und zwar war ich auf dem Flohmarkt an der Dortmunder Uni. Ja, wie ihr wahrscheinlich schon im Titel gelesen gehabt, hat es dort geregnet heute. Ja, was soll ich euch sagen? Also, vielleicht bin ich ein bisschen verwöhnt. Ich sag mal so, der Sommer. Wir hatten dieses Jahr einen sehr sonnigen Sommer, sag ich mal, und man konnte eigentlich so gut wie jedes Wochenende zum Flohmarkt gehen. Und deswegen ein bisschen verwöhnt. Das ist nicht in jedem Sommer so, muss man einfach mal sagen. In Deutschland gibt es auch oft mal Regen im Sommer. Das war diesen Sommer aber eigentlich nicht so. Und deswegen war ich vielleicht ein bisschen verwöhnt und habe das gar nicht mehr so, bin da gar nicht mehr so dran gewöhnt, dass es auch mal regnen kann, auch an einem Samstag, wenn man auf den Flohmarkt will. Und ich sag mal so, ich bin dahin. Ich habe direkt gemerkt schon morgens, oh, das wird heute eine schwere Nummer. Also es regnet, es hat getröpfelt. Als ich dann dort war, hat es dann auch richtig angefangen zu schütten. Und ja, ich sag mal so, Regen und Kälte, das sind so zwei der größten Feinde eines Flohmarkts, sag ich jetzt mal. Und kalt war es nicht, ne? Und ich würde sogar sagen, Regen ist auch der größere Feind als Kälte. Weil Regen hat den Nachteil, natürlich, es kommen weniger Leute, das ist bei Kälte auch so, also die überhaupt aufbauen. Aber dann, wenn es dann wirklich richtig anfängt, nicht jeder Stand ist überdacht. Die machen da irgendwelche Planen dann drüber oder irgendwelche Plastiktüten oder Decken. Und dann kannst du gar nicht mehr sehen, was die Leute da überhaupt haben. Und ja, dann stehst du da vor Ständen, wo du nichts siehst. Und das auch noch im Regen. Ja, das war halt ein bisschen schwierig heute. Ich habe trotzdem was gefunden, aber der Regen hat mir heute echt zu schaffen gemacht, muss man sagen. Also, ist leider so. Und ich glaube, ja, wie gesagt, ich bin trotzdem hin und ich glaube aber, das war an der Uni eigentlich so mein schlechtester Flohmarkt bis jetzt an der Dortmunder Uni. Ne? Ich habe trotzdem auch gute Sachen gefunden, noch ein paar, aber an der Dortmunder Uni war das, glaube ich, bis jetzt mein schlechtester Flohmarkt. Also, hat halt viel geregnet, ne? Deswegen auch nicht viel gefunden. Und wenig Stände waren da. Ja, aber wie gesagt, ich habe trotzdem was gefunden und ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an. Los geht's. Vakti göre sizin sana kaçavıyor abi. Biz yeni izledik. Ne? Gitmeden bunu yanına al. 20'ye veriyorum. Fresh kalar mı Aygar? 56 verecek. Fresh kalar değil mi bu abi? 8 GB. 20 saat. Ne çabildi mi? Was wollen Sie für so ein Spiel hier haben? DDS-Spiele. Ja. 8 Euro. Okay, und das hier? 12. 12? Ja, auch mal. Die Sachen sind alle neu, die da vorne liegen. Die sind alle aus dem Lager von meinem Bruder zum Teil ausgezeichnet für Mediamarkt. Das Mediamarkt geliefert. Okay. Mediamarkt darf aber keine, nicht mehr so viel Ware ordern. Und das war zu 80% der Großabnehmer. Und mein Bruder löst das Lager auf, der geht zur Rente. Ich möchte 5 Euro für so einen Teller haben. Alle 5 für 20, ja. Die Firma Teichert statt Meißen. Die werden gehandelt mit fast 30 Euro ein Stück Gebrauch. Was haben wir jetzt gesagt? Alle zusammen 20. Ist der Schläger dabei? Oder? Der Schläger gehört dazu zum Spiel. Okay. Ja. Können Sie mir das für 10 machen? Ja. Okay. Ja, als erstes habe ich gefunden. Ja, da war ein Stand.
Da waren Stand, da waren DS-Spiele oder 3DS-Spiele, auch noch Sealed sogar bei so einer Frau. Und da lag auch ein Wii-Spiel. Für die DS- oder 3DS-Spiele wollte die Frau, glaube ich, 8 Euro pro Spiel. Und das war mir ein bisschen viel. Klar hätte ich irgendwie bundeln können, aber selbst dann, selbst mit Bundle, hätte ich dann gesagt, komm, machen Sie, ich nehme alle drei, machen Sie 5er pro Spiel. Selbst die 15 wären mir dann irgendwie noch zu viel gewesen. Ich wollte es nicht. Und so sehr haben mich die Spiele dann auch nicht interessiert. Aber das Wii, fand ich, dieses Wii-Spiel fand ich ein bisschen interessanter. Vielleicht habt ihr das gar nicht auf den Aufnahmen gesehen. Und zwar habe ich Minigolf Resort bekommen. Ein Minigolf-Spiel, was ich noch nicht habe. Ich habe andere Golf- und auch Minigolf-Spiele. Und ja, das ist auch komplett, ne? Ich kenne das Spiel nicht, halt Minigolf. Ne? Minigolf macht schon immer irgendwie Fun. Was aber noch interessant war in der ganzen Sache, es gab so einen Aufsatz für den Wii-Controller, hier, so einen Golfschläger, wo man dann, ja, jetzt, so wäre es natürlich Baseball, aber ich kann euch jetzt nicht unten zeigen, wie man Golf spielen kann oder Minigolf spielen kann. Richtig nice. Ich weiß, es ist kein Original Nintendo, es ist nur Big Ben. Aber trotzdem, nice, sowas mal zu haben. Also finde ich richtig cool. Vor allem, weil ich halt auch noch andere Minigolf- und Golfspiele habe. Richtig nice. Also finde ich cool. So ein Golfschläger, warum nicht, ne? Und das gab es zusammen für 10 Euro. Eigentlich 12 wollte sie haben, habe ich noch runtergehandelt auf 10. Ja, okay, ne? Aber alleine diesen Golfschläger wollte ich einfach gerne haben. Ja, das Minigolfspiel natürlich auch, weil ich es auch noch nicht habe, ne? Ja. Ich weiß auch gar nicht, von wem das ist. Purple Hills. Also steht oben drauf auf jeden Fall. Ja, fand ich nicht schlecht. Also muss ich echt sagen. Ja, wie ihr wahrscheinlich jetzt schon gemerkt habt, auf diesen Aufnahmen, verzeiht es mir, dass ihr öfter ein Tröpfeln hört oder ein Regnen hört und vielleicht deswegen nicht jeden Dialog hundertprozentig verstehen könnt. Also ich glaube schon, dass das geht, aber ist ein bisschen anders als sonst, ne? Halt wegen dem Regen. Ja, das gab es auf jeden Fall als erstes. So, das war eigentlich ein ganz guter Anfangsdeal. Ich würde mal sagen, weiter geht's. Ist neu, hab ich nicht gebraucht. Was willst du für ein Spiel haben hier? Unterschiedlich. Okay, dann sag nehmen mal. Nehmen Sie alles, machen wir gut. Ja, dann machen wir mal einen guten Preis, dann sag mal. Guck mal, wie viele Stück hast du? 5. 5 Stück. Geh mal 30 Euro zusammen, ja? So, mal gucken, was das alles ist hier. So. Das habe ich schon hier. Ich habe nur noch 4, weil eins habe ich schon. Ja. Ja, geben wir 25. Okay. Machen wir 20? Das ist zu wenig. Weil ich habe auch Silbertier bezahlt. Ja, 25 ist aber ein bisschen zu viel. Nee, wirklich. Nimmst du 5 Stück und dann geben wir 25. Egal. Machen wir so. Dann ja, okay, komm, das ist in Ordnung. Das machen wir. Ja, und dann habe ich doch tatsächlich einen Gameboy-Bundle gefunden. Und zwar habe ich auch wieder irgendwie runtergehandelt. Er wollte eigentlich für alle 5 Spiele 30 Euro haben. Wären 6 Euro pro Spiel gewesen. Wäre jetzt auch noch okay gewesen. Also ich finde, man so 5 bis 6 Euro kann man nochmal für ein Gameboy-Spiel ausgeben. Obwohl, das ist schon so die Grenze. Ne? Also kommt dann auch immer drauf an, welche Spiele du dabei hast. Aber im Schnitt sind die schlechteren Spiele bestimmt so 3 bis 5 Euro wert. Ne? Und ja, auf jeden Fall habe ich das dann über Umwege, habe ich das dann auf 25 handeln können, weil ich das eine Spiel eigentlich schon hatte und nicht brauchte. Aber das habe ich dann doch dabei bekommen. Das zeige ich euch auch als erstes, und zwar Blades of Steel, ein Eishockeyspiel von Palcom, was eigentlich Konami ist. Das habe ich schon. Ich werde mal gucken, welches Modul besser ist, dieses oder meins, was ich schon habe. Ist ein gutes Eishockeyspiel, muss ich echt sagen. Also es ist ein Eishockeyspiel, was echt Spaß macht, was man gut zocken kann, ne?
Ja, ist auch wieder so ein Billo-Modul, also ist so um die, was weiß ich, 5, 6 Euro wert, ne? Deswegen war der Preis auch schon okay. Ich will da jetzt nicht großartig rummeckern, ne? Da kommen jetzt auch gleich ein oder zwei Spiele, die ein bisschen mehr wert sind. Also die auch nicht bei weitem viel wert sind, aber vielleicht ein Zehner wert sind. Auf jeden Fall gab es das hier. Blades of Steel, ja, ein gutes Eishockeyspiel. Wie gesagt, wandert in die Tauschkiste, weil ich es schon habe. Dann, das ist schon ein bisschen besser hier. Übrigens waren auch Schutzhüllen dabei. So Schutzhüllen sind auch mal ein Euro wert oder so. Und ich habe 4 Schutzhüllen dabei gehabt. Und zwar habe ich einmal hier Worms, das fehlte mir. Das ist mit so Kampfwürmern. Worms könnte man kennen, gibt es auch für alle möglichen Plattformen, Form Spiele für, ne? So Kampfwürmern. Und das ist halt die Gameboy-Version, ne? Fehlte mir noch, habe ich gerne mitgenommen. Und das geht schon eher mal für einen Zehner oder so. Also das ist schon ein bisschen besser. Worms gab's. Wie gesagt, mit Hülle. Dann das hier noch, das zeige ich euch auch nochmal eben. Drop Zone, das ist so ein Weltraum. Muss man ein bisschen rumballern auch. Drop Zone gibt es aber auch für verschiedene Plattformen. Ich hol's mal raus. Ja. Drop Zone natürlich. Ja. Ja, wie gesagt, so ein Raumschiff-Ballerspiel ist jetzt auch eher so ein. Ja. Ist auch eher so ein 5-Euro-Modul. Ja, aber war ein nettes Bundle, ne? Für 25 Euro und unter den Regenumständen war das cool, überhaupt so ein Bundle zu finden, ne? Und es war auch ein bisschen weit drin. Das war so ein überdachter Stand. Und es lag ein bisschen weiter hinten. Ich musste mich vorbeugen. Und habt ihr wahrscheinlich auch gesehen. Ja, dann gab es noch 2 Game Boy Color Spiele. Oder wie ich immer sage, Halb-Color Spiele. Weil die in dieser schwarzen Cartridge sind und nicht in der durchsichtigen. Einmal HQ Chase. Das ist der zweite Teil. Da gibt es einen ersten Teil für den Game Boy Classic. Das ist der zweite Teil halt für ein Game of Color, ist ein Autorennspiel. Ja, auch was ich, 7 Euro oder so ist es wert. Ja, ist ein Autorennspiel und soll auch gar nicht so schlecht sein. Und dann gab es noch Toy Story 2, wieder so ein Halb-Color-Spiel. Cool, wirklich, dass die alle in so Hüllen waren. Ja, Jump'n'Run-Spiel, ne? Toy Story 2 ist ein Jump'n'Run-Spiel. Weiß ich gar nicht, ob ich den ersten habe. Doch, den ersten habe ich auf jeden Fall auch für den Gameboy, bin mir sogar sicher. Ja, jetzt habe ich auch den zweiten, hat mir gefehlt. Wie gesagt, bis auf Blades of Steel habe ich die alle noch nicht. Und die gehen dadurch auch alle meine Sammlung, außerhalb Blades of Steel, geht in die Tauschkiste. Ja, hier ist nochmal der ganze Packen. Gab's für 25 Euro. War okay, ne? Also, auch Gameboy-Spiele werden immer teurer, ne? Ja, das war das. Ich würde sagen, weiter geht's. Tetris, ach so, alles klar. Ja, hab ich schon, ne? Ich habe
What? Wie laufen noch? Hi. Johann, ja, Jürgen, wollte auch PSP-Spiele mitnehmen? Nimm mal was. Die PSP auf? Ja, okay. Mach ich. Ja. Hallo, ciao. Das ist eine Fälschung. Das ist eine Fälschung. Glaub mir, das sehe ich sofort. Das ist eine Fälschung. Kannst du, mach mal den Aufkleber ab. Könnte sogar sein, dass da Game steht. Normalerweise ist Pokémon Pinball in so einem schwarzen, länglichen Modul. Das hat so ein Bumble Pack mit drin. Ja, genau. Ja. Weißt du, wo die herkommen, diese Fälschung? Früher sind viele im Türkei-Urlaub gefahren. Ja, ja. Ne? Und dann haben sie die mitgebracht. Ja, die können sie mittlerweile auch bestellen bei Alibaba. Ja, natürlich. Aber so sind die auf unseren Markt gekommen. Und das sind noch nicht mal unbedingt immer gute Spiele. Gut, das ist jetzt Pokémon, ne? Aber ja, ja. Ja, manchmal alle. Ne? Ja, manchmal Asterix und Obelix und so ein Kram sogar. Ne? Schon öfter gesehen. Habe ich auch mich schon einmal oder so sogar vergriffen gehabt. Deswegen, da gucke ich gerade bei Gameboy immer genau. Einige aufgefallen. Wenn wir das auffallen, dann kennzeichnen wir die, nehmen die raus oder verkaufen die auch dann billiger. Ne? Ja, klar. Ja, das wird ja einpacken, aber ich muss jetzt den zweiten Stand zusammenpacken für morgen, weil wir morgen zwei Stände machen. Okay, wo bist du denn morgen? Morgen bin ich Applerbeck und mein Sohn ist auf dem Stadtfest zum Hohen Leben. Ah, okay, das auch. Mutter hat was gefunden. Hat sie was? Ich schläge jetzt schon ein paar Mal mit. Wird es denn morgen besser, das Wetter? Was? Wird es denn morgen besser, das Wetter? Eigentlich schon. Ich habe gar nicht geguckt. Heute ist ja wohl der letzte Scheiß, ne? Ja, wir machen ja immer Vorkasse, ne? Und dann fährt er halt
Dieser sieht dann an, ich packe die Sachen von morgen fertig. Guck mal hier, kannst du mir für die drei irgendwie einen Regenpreis machen? Regenpreis müsste ich normalerweise viel mehr nehmen. 10, 20, 26. Noch 23. Ja, ist okay, das machen wir. Ja, dann weiter rumgesucht im Regen. Rumgeirrt und irgendwie nichts gefunden, lagen auch ein paar Sachen rum, aber irgendwie nichts, was mir zusagte. Und PlayStation-Spiele auch wieder gesehen und so. Wenn ich PlayStation sammeln würde, hätte ich vielleicht sogar ein bisschen mehr aus diesem Flohmarkt rausgeholt, sammle ich aber leider nicht. Und dann, goldene Regel, Händlerstand kommt immer zuletzt. Und es gab tatsächlich, obwohl heute so viel Regen war, auch einen Händlerstand, der auch fast immer an der Uni ist. Und da habe ich mir auch noch was zusammengebandelt. Und zwar erstmal, also die Preise sind sogar noch drauf. Einmal Mickey's Racing Adventure, ein Game of Color Spiel, sollte eigentlich mal 6 Euro kosten. Ja, ihr habt gesehen, er hat auch noch so ein, das Spiel, was ich gesagt habe, was gefälscht war, war übrigens Pokémon Pinball, was gar nicht original sein konnte. hatte auch liegen gehabt, darf er eigentlich, glaube ich, gar nicht verkaufen. Aber hier auf jeden Fall Mickey's Racing Adventure für ein Game of Color. Weiß ich nicht, was es ist. Ist aber von Rare und ein Game Boy Color Spiel. Ich habe Mickey's Speedway für den Game Boy Color und das ist ganz gut. Ja, Mickey's Racing Adventure kannte ich noch nicht, aber habe ich mir auch gerne mitgenommen, ne? Warum nicht? Ja, das gab's. Dann habe ich mir ein Super Nintendo Spiel dazu gebundelt und zwar Midway Presents Arcade's Greatest Hits, the Atari Collection. Ja, hier sind alte Atari-Spiele drauf auf so einer Collection. Ich glaube 5 Stück. Ein paar alte Atari-Spiele sind da drauf. Ich weiß gar nicht, welche da jetzt genau drauf sind. Und das sollte eigentlich mal ein 10er kosten. Hat mir gefehlt in meiner Super Nintendo-Sammlung. Habe ich mir gerne mitgenommen, ne? Warum nicht? Und dann hoffe ich, ich spreche es richtig aus, ein NES-Spiel. Und zwar Kickle Bickle. Das ist ein Puzzle-Spiel und auch gar kein schlechtes. Also ich habe mir Gameplay davon angeguckt, das sah gar nicht schlecht aus. Kannte ich nicht. Keine Ahnung, ne? Aber ich wollte mir da irgendwie was zusammenbandeln. Eigentlich hätte das alle 26 Euro kosten sollen. 10er, 10er, 6. Ich habe es dann für 23 bekommen. Regenpreis war in Ordnung. Ne? Will ich nichts sagen. Dafür, dass es ein Händlerstand war. Die Sachen sind auch noch in recht guten Zuständen. Ja, gab es die drei Games. Ne? Ein NES-Spiel, ein Super Nintendo-Spiel und ein Game of Color-Spiel für 23 Euro. Warum nicht? Geht in meine Sammlung. Ja, das war schon der Abschlussdeal. Mehr haben wir heute nicht. Unter diesen Regenumständen, ja, ich glaube, ich habe noch das Beste aus diesen Regenumständen rausgeholt an der Dortmunder Uni. Und es beweist mir auch, dass man auch, wenn gar nichts geht, wenn es regnet, kann man am besten noch dahin fahren. Ich glaube, wäre ich auf einen anderen Flohmarkt gefahren heute, wäre der Flohmarkt entweder ausgefallen wegen Regen, das gibt's auch öfter mal, oder da wäre einfach nichts zu holen gewesen. Weiß man jetzt auch nicht hundertprozentig, ne? Aber ist oft so. Und an der Uni, irgendwie was geht immer. Sieht man ja, ne? Also, wenn auch wenig. Ja, das war's dann aber auch schon wieder mit dieser heute nicht so ertragreichen Flohmarkt-Ausgabe. Aber immerhin Gameboy-Spiele, hier so ein gemischter Haufen und auch dieses Golfspiel. Warum nicht, ne? War okay. So, jetzt aber genug gelabert. Ich würde einfach mal sagen, das war's für heute. Ich hoffe, der nächste Flohmarkt wird ein bisschen besser und nicht so regnerisch. Aber ja, der Herbst ist da und wir wissen es nicht. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Viel Spaß beim Zocken allerseits. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Das war's. Euer Patrick.